So, ich befinde mich jetzt hier in einer Feuerwache, sagen sie. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch mehr war. Und draußen steht dran Freiwillige Feuerwehr. Simon raschelt mir immer zu in die Aufnahme. Ja, der braucht jetzt erstmal eine Viertelstunde, bis er seine Kamera ausgepackt hat und zusammengebaut. Ich reise nur mit einer Kamera. Thomas ist natürlich auch immer noch dabei. Hat schon wieder ausgefunden. Und über uns hören wir ein bisschen Randale. Ich bin mal gespannt. Also ich hätte meiner Dorfjugend gesagt, wir sind ja hier in der Stadt. Und nebenan ist ein Wohngebiet. Ich sehe hier schon die ersten Hobelbänke. Also war hier wahrscheinlich im Nachhinein auch mal noch was anderes vielleicht. Sieht bald aus wie so Schulungsräume oder so teilweise. Obwohl da hier diese Durchreiche eher aussieht, als wären wir hier in einem Speisesaal, oder? Okay. Ja, so sieht dieser Raum aus. Hier sind noch mehr Schulbänke. Ja. Da hinten sind irgendwelche Kinder wahrscheinlich. Aha, Simon hat ja einen Job, ne? So, was war das da hier? So. Das ist eine komische Lichttafel oder sowas. Vor allem diese Architektur. Jetzt geht's los. Ja, wie man das vorhin gehört hat, sind hier noch ein paar Kinder, die hier wohnen. Die haben wir angetroffen, ganz nett, aber einen kleinen Ausschnitt habe ich die nur kurz gezeigt. Die waren sehr aufgebracht. Ja, hier ist ein Lehrsaal. Entweder war hier auch mal eine Schule oder eine Ausbildungsstelle für Feuerwehr. Aufenthaltsraum, okay. Achso, ja, die haben uns sogar gezeigt, dass in dem einen Raum noch Strom ging. Das können wir hier auch mal probieren. Nee, hier geht kein Strom. Was haben wir denn hier noch so stehen? Hygiene. Ja, gut. Ja, also ich sag doch, hier ist auch Ausbildung gewesen. Hier schön die Waschbecken. Konnten die Brüder nebeneinander die Zahnpasta ins Waschbecken spucken. Aber wie man schon sieht, hier diese Kloschüsseln, die sind auch schon etwas älter. Also diese aufwendige Form oder dieses, habe ich allgemein schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Hier diese uralten Klodeckel aus Bagalit, wahrscheinlich, oder irgend so ein Duroplast. Das Billigtür, achso. Ja, okay. Verständlich. Ja, wieder mal eine USV und also den Stromanschluss und ja, so diverse Technik-Sachen. Das so interessant ist. Doch, das sieht aus wie eine SAT-Anlage. Würde ich jetzt fast behaupten. Muss ich mir mal genauer angucken. Also so ganz weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Katrin ist ein Hersteller für diverse Fernsehtechnik oder Rundfunktechnik und dann steht hier noch KW-Sperrkreise und so. Hier diese F-Stecker, okay. Sollte das eine Fernsehanlage gewesen sein? Oder war hier vielleicht noch auf dem Hausdach irgendwas? Was auch noch für die anliegenden Wohnblöcke zuständig war? Ja, also wir sind hier in dem eine Etage höher. Ja, das sieht lustig aus. Fotomotive gibt es hier noch nicht. Also. Noch nicht. Die Kinder machen einen Krach. Gleichgruf. Ja, hier sind also links und rechts nur so Büroräume. Beziehungsweise Lagerräume. Hier sind halt ein paar Stühle und so. Aber die sind sogar noch recht gut. Also ich befürchte, dass damit gemeint ist, diese Stühle
dass das Kleidkufe ist, weil die haben nämlich so Kufenform. Und hier steht, gibt es irgendwie Freischwinger. Solche Stühle gibt es ja auch, aber in dem Raum sehe ich keine. Und einen Raum weiter sehe ich auch nichts. Delta Freischwinger 46 cm, was soll das sein? Man sieht einfach nichts mehr in den Räumen. Außer eben diese eine Stuhl und eine Schranktür. Ja, und der Lautsprecher von der Zentraldurchsage oder was auch immer. Ja, hier sind irgendwie, sind die oberen Räume auch teilweise wahrscheinlich nur, also bei manchen steht ja, Vorratsraum. Also so Lagerräume sind hier wohl etliche. Da ist wieder irgendein Besprechungsraum oder so. Oder hier. Eine schöne Decke. Warum das gesperrt ist, keine Ahnung. Also das halte ich für ein Gerücht. Man kommt in den Raum rein, halt nur nicht durch diese Tür. Und hier sind wir Simon, der ja mit der Kamera ist. Oder mit der Kamera ist. Ja, wie er seine Arbeit endlich mal selber macht und nicht immer nur ich. Nee, Spaß. Erzähl es ihm. Wir sehen ja immer überall Absperrungen. Meine Vermutung ist, also es ist nur so eine Vermutung, dass hier die Feuerwehr oder die Polizei noch Probeeinsätze gemacht hat, dass deswegen auch diese Türen hier noch so viele draußen sind. Das ist nur eine Vermutung von mir, weil hier sehen wir auch recht viel Absperrwand immer. Also vielleicht liegt es auch daran. Im Bundestag benutzen wir immer so eine Silbenschreibmaschine. So, Silben, das ist so Stenografie, meinst du? Wir haben die irgendwie so eine Silbenschreibmaschine. Ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ach so. Immer gesagt. Das habe ich noch nicht gehört und gesehen, aber auf so ein Ding habe ich auf jeden Fall schon mal was geschrieben. Damals für die Grundschule. Uraltfernseher von Philips ist der, okay. Wieder Sanitärräume. Mit rutschhemmenden Fliesen, das ist schön. Oh, das sieht aber noch ein bisschen neuer aus als das, was im Eingangsbereich ist. Mal wieder was anderes, kein Lager. Also ich habe das Gefühl, dass das da hier nach und nach doch immer mehr nur noch als 2007 und 2002, dass das mehr so später nur noch als Lagerraum oder so verwendet wurde, dieses Gebäude oder Teile des Gebäudes. Ja. Weil ich, das stimmt schon mal nicht, da war ich eben. Und das hier stimmt auch nicht ganz, denn Achtung. Ich sehe hier keine toten Leichen. Also wurde mir wieder mal zu viel versprochen. Ist das hier ein Schlüsselraum gewesen oder sowas? Im Schlüsselraum? Schlüsselbrett meine ich. Nicht Schlüsselbrett, also es könnte bestimmt so ein Schlüsselbrett gewesen, weil da hier stehen nämlich die ganzen Räume oder so und das sind nur Haken, also Schultische oder so. Jetzt kommen die Kinder wieder. Okay, das muss wohl echt sein. Mittwoch, 17.06.15, ne? Das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass hier was steht oder dran geschrieben wurde. Ich frage mich, was das da hier irgendwie war. Das ist irgendwie, vor allem diese Scheibe noch davor. Weil das ist ja hier so Sicherheitsglas oder so, was halt keine scharfen Scherben gibt, sondern so, wo man barfuß durchlaufen kann. Das ist eher was für ein mit Thomas. Aber jetzt haben sie natürlich auch alles geschlachtet. Ja, und vor allem auch, dass so abgesetzt ist, hier diese. Und mit Steckdosen. Oder mit. Ja, Steckdosen. Weil hier dieser Raum ist auch von der Akustik her irgendwie so ein bisschen gedämpft. Und ach so, Sachbearbeiter. Und das hier, ich verstehe diesen Raum nicht. Anmeldung vielleicht? Aber nicht hier so. Oh, das jetzt war ein Führungsraum. Nach irgendeinem Grund sind jetzt hier die Kinder hochgerannt. Ja, da sind noch ein paar. Warte, ich kann ja das Display noch ausmachen. Dass die jetzt hier sogar noch da sind vor den ganzen Kindern,
Das ist ja sehr erstaunlich. Die werden sich wahrscheinlich selbst vor den Kindern erschreckt haben oder so. Aber, die sehen so aus, als würden sie schlafen. Ja. So, das ist hier also das Obergeschoss. Ja, hier sieht wieder. Hier sind eigentlich nicht wieder nur so Lagerräume oder Bereitstellungsraum, naja. Kann mir das jemand erklären, was das ist? Dass das hier ein Kunstraum war? Ah ja. Und Simon hat die Tauben aufgeweckt. Sind sie mit dem Kopf nach oben, hoffentlich flattern die jetzt nicht weg. Das kann ich nämlich nicht gebrauchen, da irgendwie das mit einer Taube gegen den Kopf fliegt. Fledermäuse reichen schon. Ja, irgendwie hat man diese Räume, die sind teilweise so ein bisschen so schön mit Teppich, ne? Ein bisschen eingerichtet. Und dann hat man einen Raum gegenüber. Und der ist irgendwie der total runtergekommen. Da irgendwie. Man kann auch nicht langsam laufen. Leise meine ich. Man könnte auch hier durch den. Hier lang gehen. Da muss man nicht auf die Tür drauf treten. Ach, schon wieder die Taube. Jetzt fliegt sie bestimmt gleich wieder weg. Was ist denn das eigentlich? Ist das so eine ganz alte Telegrafmaschine? Oder Telegramm? Ich fand, diese Kopfhörer, die werden heutzutage noch in der EU also benutzt für diese im Europäischen Parlament. Also wo das hier herkommt? Oder wie das hier herkommt? Da war das hier mal so ein Hort oder so, oder Jugendclub. Ja, hier sind so Umkleideräume. Das ist jetzt im zweiten Stock. Und hier ist alles noch so ein bisschen alt. Und hier sind so, also auf der Seite hier sind Umkleideräume. Und da hier steht Kochgruppe dran. Nochmal Umkleideraum hier links. Ein Graffiti. Hier steht irgendwie Zugführer. Nochmal Zugführer. Also irgendwas. Und in den Räumen ist halt irgendwie nichts drin. Da ist noch dieser hässliche Boden. Also. So, hier da sieht ein bisschen schöner aus, der Raum. So, hier haben wahrscheinlich Spindel gestanden oder so. Und Spindschlüssel. Oder warum auch immer hier ein Schlüsselbrettchen ist. Also noch mehr Umkleiden. Also hier oben ist nicht viel los gewesen. Ich bin nur mal Umkleideraum. Hier kann ich es wenigstens ein bisschen zeigen. Wo geht's hier hin? Ja. Also ich vermute mal, dass da hier nicht die Zugführer von der Bahn gemeint sind, sondern hier diese LKWs fahren oder. Oder halt diese Krankenwagentransporter, was man jetzt auch gerade hört. Sowas. Oh, hier wachsen schon die Pflanzen rein. Coole Sache. Aber hier dieser Bodenbelag, der erinnert einen schon irgendwie an Schule, ne? Hier ist nochmal so ein Räumchen. Ist dann auch bald durch. Was ist das? Plasma. Ja, okay. Wer kauft sowas heutzutage noch? Ich war auf jeden Fall jemand Fan von Pioneer. Ja, so auf der Etage werden wir jetzt durch. Ja. Aber ich weiß nicht, da hier durch diesen Raum, wenn man hier durch diesen Raum geht, mein Gyroskop sagt mir, dass der schief ist. Ja, hier an der Stelle. Also entweder ist mir schwindelig oder der Raum ist schief. Ja, dann ist okay. Wenn du so durchläufst. Hier ist noch ein Raum für. Zur Fahrschule wurde hier wahrscheinlich auch gemacht oder Ausbildung. Wer kennt das eigentlich noch hier, diese Fahrtenschreiber? Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr, dachte ich. Zumindest wird es digital gemacht, da kriegt jeder eine Karte und gut. So, Fehlerform des Fahrverhaltens. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, das hier finde ich ja besonders gemein. Das geht mir manchmal auf der Autobahn so. Wenn man dann LKWs überholt und dann das Abfahrtsschild irgendwie nicht gelesen hat oder nicht lesen konnte einfach. Also ist mir auch schon passiert, dass wir gelabert haben. Und irgendwann ist mir aufgefallen, wir hätten doch eigentlich mal abbiegen müssen, oder? Ja, also hier Dachboden. Hier gehen irgendwie so Leitungen lang, die habe ich nicht so ganz verstanden, was das wird. Oder sind es vielleicht auch gar keine Leitungen? Also das Dach sieht ja so eigentlich noch ganz okay aus, ne? Ein bisschen heller noch. Vor allem, ich sehe gerade, auch hier ist Folie im Dach. Und auf der anderen Seite nicht. Ja, guck mal links und rechts aufs Dach. Ja, hier sieht man, was irgendwie in diesem Betonzeug drin ist, aber... So, hier auf der Seite ist schon mal Ende. Jetzt geht's auf genau die andere Seite. Da geht dann auch die Treppe wieder runter. So, das ist jetzt die andere Seite von dem Dach, also von dem Gebäude. Ja, hier noch ein bisschen was zu sehen, aber viel ist halt nicht. Ist halt ein Dachboden. Und der Simon? Sind nur wegen ein paar Luftschichten zum Dämmen. Hier geht es dann erstmal wieder runter und mal sehen. Ich hoffe, dass der Keller noch was Schönes für sich hat. So, hier geht es noch ein bisschen durch den Keller. Da gibt es auch nicht allzu viel zu sehen, oder? Ja, jetzt muss ich wohl doch die Taschenlampe drauf schnallen. So, dann jetzt bin ich mal zu faul gewesen, die Taschenlampe festzumachen. Also sind wir hier, wir sind jetzt im Keller. Und jetzt der Stromanschluss, beziehungsweise auch Notstrom. Hat irgendwo gestanden, aber... Ja, hier ist wieder ein bisschen mehr Verfall. Welcher Matratzenraum? So, das ist noch der andere Teil, oder die andere Richtung. In diesem Keller zu sehen. Draußen hupt irgendjemand rum, also draußen ist ein Fußballplatz. Ja, ist das ja Lager. Die Tür geht sogar auf, ein Glück. Aber gelagert wird hier nichts mehr. Was ich leicht irritierend finde, ist, dass hier die Decke so schwarz ist. Ja. Das VET-Sachen. Was ist aufgeklärt? Achso. Naja, man sieht noch ein paar. Da vorne vielleicht. Oder was soll das da sein? Schon getönt. Schlafsäcke. Das sieht ja für mich eher aus wie ein Kissen einfach. Ne? Also die Beschriftung ist auch nicht ganz richtig hier. Du bist gegen die Glastür gerannt, oder was? Ach, guck mal hier. Umleitung, das Umleitungsschild kannst du auch noch hinstellen. Das musst du davor so. Natürlich auch eine ganz große. Aber ich denke, so ist das schon. Ja, hier gibt es auch nochmal einen Bildertisch, aber der ist auch schon total im Eimer. Ach, so. Ob die hier früher gespielt haben, oder wie das hier reinkommt. Oh, hier gibt es noch ein paar interessante Infos. Hier riecht es auch irgendwie komisch. Jetzt ist jemand schmecken lassen. Hier ist also der Matratzenraum. Der ist ja ganz am Arsch. Ich bin jetzt. Ich glaube, wenn man mehr einsetze. Okay. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, was die Kinder schon wieder machen da oben einfach. Okay, hier habe ich wohl den Heizungsraum gefunden. Ich weiß nicht, wie man da runterkommt. Na gut, ich werde es schon finden. Hier geht es also runter. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Ich laufe erstmal zurück. Ach, da sind die Fahrschüler. Das ist richtig. So, jetzt bin ich hier im Heizungsraum.
So. Voilà. Oh, das ist ein Protokoll. Gleich mal drauf gucken. Ja, also der letzte Eintrag auf dem Wartungsplan war 2011. Endlich habe ich was Feuerwehrtypisches gesehen. Was denn? Na, den Wasserschlauch. Aha. Diese Rolle. Ja, wir sind mit dem Gebäude jetzt fast durch. So, jetzt sind wir wieder im Eingangsbereich. Und habe hier noch ein schönes Bad gefunden. Leider nicht so schön. Ja, mit dem runtergerissenen Waschbecken. Und ein schönes Spiegel, weiß ich nicht. Also. Richtig Penis an der. Hier sieht es leicht angebrannt aus. Vielleicht eine Art Wohnung. Ja. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das hier so eine Wohnung war oder so. Hätten wir hier noch den letzten Raum. Könnte Schlafzimmer gewesen sein. Wir hätten dann darauf hin. Aber ob die immer so schon hier drinnen standen. Das ist nur ein bisschen was aus dem ersten. Was ist Sprechfunk? Okay. Also jetzt weißt du wenigstens hier, dass es hier welche sind? Ja. Aber wir sind ja gleich nicht mehr da. Das ist Thomas. Ja, ein Barfoot-Ohrwechsel. Und eine Küche, die habe ich vermisst. Das ist ja cool. So, wollen wir dann langsam. Hier sind noch ein paar echt andere Räume. Kein Aufenthaltsraum. Na gut. Komm, da vorne, was war hier? Zentrale. So, Rettungsdienstgebühren. Ich habe auch wohl mal einen Sturm. Was ist denn hier los, ja? Wie kommt das denn her? Haben die etwa gesoffen? Ja, ist jetzt auch ein bisschen aus, als hätte jemand auch seinen Hausmüll, oder besser gesagt, seinen Schrott entsorgt. Also das war's dann mit dem Gebäude. Ja, ich würde sagen, du musst eigentlich noch ganz schnell raus hier. Ich auch, ich will auch raus hier. Kann nicht mehr gescheit filmen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bullen kommen, schätze ich mal. Also vielen Dank beim Zusehen. Bis zum nächsten Video. Da, wo wir jetzt vorhin die Wohnung gesehen haben, bin ich jetzt nochmal die Treppe hoch. Das ist tatsächlich ein Gebäudeteil, der nicht komplett, also der nicht mit drin ist in dem Feuerwehrteil da, sondern das da müssten sowieso Wohnungen gewesen sein. Guck mal, der Lichtschalter sieht cool aus. Das habe ich noch nicht gesehen. So. Ich habe die zu Hause. Soll ich blauen? Ja. Cool. Hast du nie gesehen? Guck an. Nein. Ich habe nur Buschjäger zu Hause. So, dann. Sehen. Lohnt sich das hier hochzugehen? Ich gehe jetzt einfach nochmal hoch. Oh. Sehen, was es hier noch so gibt. Ah, Dämmwolle. Sieht also doch nur ein bisschen wohnlicher aus. Ja, ich meine, abgesehen von der Beschädigung, aber. Ui. Ja. So, das ist hier das Wohnzimmer. Ja. So, der Keller von dieser Wohnung, was auch immer. Das sieht ja richtig cool aus hier. Muss ich doch ein bisschen heller machen. Also das hier sieht richtig cool aus. Scheiße, das ist so ja. So, aber hier ist dann jetzt wieder nichts.
So, das war jetzt aber gefährlich.